بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، alles Lob gebührt Allah. Und ich bezeuge, dass keiner mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah Azza wa Jal. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein letzter Gesandter und Diener ist. Geehrte Geschwister, wir befinden uns jetzt weiterhin im Tafsir. Bedeutet sozusagen, wir lernen die Worte von den Bedeutungen der Wörter Allahs Azza wa Jal. Denn, wie gesagt, diese Verse, die wir lesen tagtäglich auf Deutsch, eventuell die sinngemäße deutsche Übersetzung, reicht nicht aus, um wirklich das zu verstehen, was im Koran drin steht. Und deswegen machen wir noch zusätzlich noch diese Erläuterungen zu den Wörtern Allahs Azza wa Jal. Der Koran hat 114 Suren. Der Koran hat 114 Suren. Und wir haben und teilt sich in 30 Abschnitte ein. In 30 Abschnitte. Und jeder Abschnitt hat eine bestimmte Menge an Suren, je nachdem, wie lang diese Sure ist. Und wir befinden uns sozusagen im 30. Kapitel vom Koran, bedeutet ganz am Ende, und behandeln diese Suren, die die meisten Muslime auch auswendig haben, wie zum Beispiel Surat al-Nas, Surat al-Falaq und so weiter und so fort. Die haben wir alhamdulillah bisher behandelt. Und heute machen wir inshallah weiter mit Surat al-Kawthar. Surat al-Kawthar gehört zu den kürzesten, wenn nicht sogar die kürzeste Sura im Koran. Und wir fangen natürlich erstmal mit der Lesung auf Arabisch an. Denn der Koran wird rezitiert, wie ihr wisst. Und danach gehen wir auf die deutsche Übersetzung ein mit der Erklärung dieser Wörter. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Die deutsche Übersetzung: Im Namen Allahs des Al-Abamas, des Barmherzigen. Wir haben dir Al-Kawthar gegeben. Wir erklären gleich, was das bedeutet. Wir haben dir Al-Kawthar gegeben, so bete zu deinem Herrn und opfere, gewiss, derjenige, der dich hasst, er ist vom Guten abgetrennt. Surat al-Kawthar, sie ist eine mekkanische Sura. Und wie wir bereits sehr oft erwähnt haben, die Suren im Koran, die unterteilen sich in zwei Unterteilungen. Einmal ein Anteil, der als mekkanisch bezeichnet wird, und einen Anteil, der als medinensisch bezeichnet wird. Was ist der Unterschied? Wie ihr wisst, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist, nachdem er sozusagen eine bestimmte Zeit in Mekka gelebt hat. Da ist er geboren und aufgewachsen. Und irgendwann ist er dann ausgewandert nach Medina. Und innerhalb von 23 Jahren ist er der Koran herabgesandt. Innerhalb von 23 Jahren ist der gesamte Koran Stück für Stück auf den Propheten herabgekommen. Je nachdem, entsprechend einer Situation oder einer Frage, dann kam ein Vers herab auf den Propheten als Antwort auf die entsprechende Situation. Und alles, was vor der Auswanderung vom Propheten herabgekommen ist, das wird dann als mekkanisch bezeichnet. Das heißt, diese Suren und die Verse, die vor der Auswanderung vom Propheten von Mekka nach Medina herabgekommen ist, das wird als mekkanisch bezeichnet. Und alles, was danach herabgekommen ist, nach seiner Auswanderung vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wird als medinensisch bezeichnet. Diese Sura, sie ist mekkanisch. Das heißt, sie ist vor der Auswanderung herabgekommen. Und ihre Verse sind drei in der Anzahl. Drei in der Anzahl. Das heißt, ein Abschnitt aus dem Koran, wie wir hier jetzt uns befinden, im 30. Abschnitt, besteht aus mehreren Suren, und die mehreren Suren, jede einzelne Sura oder Sura besteht aus mehreren Versen.
Surat al-Kawthar, das ist ihre Bezeichnung, ja. Die hat auch noch eine andere Bezeichnung, die erwähnt wird, und zwar Surat an-Nahr. Surat an-Nahr. Und an-Nahr bedeutet im Arabischen sowas wie die Schächtung. Sowas wie die Schächtung oder Opfergabe. Kommen wir nun zu den Bedeutungen der Verse. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja, wir haben dir Al-Kawthar gegeben. So bete zu deinem Herrn und opfere, gewiss derjenige, der dich hasst, er ist vom Guten abgetrennt. Imam Muslim überliefert, also Imam Muslim, das ist ein Werk, eine Sammlung, ein Werk von den Sammlungen, die Überlieferung, die Aussagen des Propheten gesammelt hat. Es gibt ja den Koran als erste Quelle des Islams und dann gibt es die Sunna, also die Aussagen des Propheten als zweite Quelle des Islams. Und der Koran ist sehr bekannt als Buch. Und dann gibt es noch andere Bücher, die die Sunna des Propheten, die die Aussagen des Propheten gesammelt hat. Und dazu gehört dieses Werk, dieses Werk heißt Sahih Muslim. Überliefert von Anas ibn Malik, und ihr wisst ja, überliefert bedeutet ja mit Überlieferungsketten. Das heißt, und das ist die spezielle Eigenschaft von den Muslimen, dass sie ihre Religion überliefert hat mit Überlieferungsketten. Bedeutet, von Person zu Person wurde dieses von Generation an Generation weitergegeben. Und diese Überlieferungsketten sind in den Büchern verzeichnet. Überliefert, dass er sagte, also Anas ibn Malik, das war ein Gefährte vom Propheten, er sagte, während der Gesandte Allahs eines Tages unter uns war, überkam ihn eine Schläfrigkeit. Also eines Tages ist der Prophet in einem Schlummer gefallen. Danach hob er seinen Kopf und ist aus diesem Schlummer aufgewacht und sagte, auf mich ist soeben eine Sura herabgekommen. Er las, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, wir haben dir Al-Kawthar gegeben bis zum Ende der Verse. Das heißt, diese komplette Sura, die ist auf ihn herabgekommen, nachdem er in einem Schlummer gefallen ist. Dann sagte er, wisst ihr, was Al-Kawthar ist? Jetzt fragt er seine Gefährten, nachdem diese Sura auf ihn herabgekommen ist. Er fragt sie, wisst ihr, was Al-Kawthar bedeutet? Wir sagten, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, das ist ein Fluss, der mir von meinem Herrn versprochen wurde und es hat reichlich Gutes. Und es ist ein Becken, wo meine Gemeinschaft am Tage der Auferstehung vorbeikommen wird. Bedeutet, Al-Kawthar ist die Bezeichnung für einen Fluss im Paradies. Im Paradies. Diese drei Verse ist dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam betreffend, weil er hier der Angesprochene ist. Wir haben dir. Wir, wer ist damit gemeint? Allah azza wa jal, weil er spricht hier in Form der Königlichkeit, ja, in Form der Majestät, wir. Allah subhanahu wa ta'ala redet über sich selbst. Wir haben dir, o Muhammad, Al-Kawthar ja gegeben. So bete zu deinem Herrn, o Muhammad, und opfere. Gewiss, derjenige, der dich hasst, o Muhammad, er ist vom Guten abgetrennt. Das heißt, der Angesprochene hier ist wer? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dies, weil diese Sura auch eine Tröstung für den Gesandten Allahs ist. Sie trägt auch nicht nur, dass er der Angesprochene ist, sondern sie trägt eine Tröstung für ihn, ein Beileid für ihn. Warum? Was hat das auf sich, dass es eine Tröstung für ihn, diese Sura ist? Dass Allah Ta'ala ihn diesen Kauthar gegeben hat, diesen Fluss. Denn es wurde überliefert, als der Sohn vom Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Al-Qasim starb, Al-Qasim, so hieß der Sohn des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, kam Al-As bin Wa'il, das war ein Götzendiener von den Mekkanern in seiner Zeit. Er sagte, dass er abgetrennt ist. Abgetrennt ist. Wenn die Araber jemanden als abgetrennt bezeichnet haben, bedeutete das, dass er keine Nachkommen hat. Und es war eine Beleidigung, weil ihr wisst, dass der Star-Sohn und nicht die Tochter, weil die Tochter, sie geht an eine andere Familie, aber der Sohn, der trägt was?
Der ist der Stellvertreter für den Vater. Und er trägt sozusagen den Stolz der Familie weiter. Und ist der Vertreter für den Vater, wenn er gestorben ist. Und als der Sohn gestorben ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben sie sich das zunutze gemacht und sich über ihn lustig gemacht. Jetzt stellt euch mal vor, der Sohn einer Person von euch, möge Allah uns bewahren und beschützen, stirbt. Und dann kommt jemand, nachdem du in diese Trauer gefallen bist, und macht sich über dich lustig. Das heißt nicht nur, dass sie den Propheten wirtschaftlich boykottiert haben, sondern auch, die haben ihn auch sozial und psychologisch auch boykottiert. Auch seelisch boykottiert. Und ihr wisst, dass der seelische Schmerz oft schlimmer ist als der körperliche Schmerz. Dann hat Allah Ta'ala diese Sura als Antwort auf Al-As herabgesandt und die Tröstung für den Gesandten und als Tröstung für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und die frohe Botschaft für ihn und seiner Gemeinschaft mit Al-Kawthar. Mit Al-Kawthar. Und das ist, wie gesagt, ein Fluss im Paradies und der hat verschiedene Beschreibungen in den verschiedenen Überlieferungen. Deswegen fassen wir das zusammen. Dessen Ufern aus Gold bestehen. Die Ufern von diesem Fluss bestehen aus Gold. Und so, das steht auch in den Überlieferungen drinne. Und worauf er fließt, besteht aus Perlen und Edelsteinen. Und dessen Boden ist besser als der Moschus. Also die Beschaffenheit von diesem Fluss ist besser als der Moschus, Al-Misk. Und sein Wasser ist süßer als der Honig und weißer als der Schnee. Und ihr müsst euch mal vorstellen, das ist. Und von diesem Kauthar, müsst ihr euch jetzt vorstellen, wird der Becken gefüllt. Es gibt ein Becken am Tage der Auferstehung, ein Wasserbecken, der sich an den Plätzen vom Tag der Auferstehung befinden wird. Und das ist der Becken vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und an diesem Becken werden nur die Rechtschaffenen von seiner Gemeinschaft vorbeigehen. Und davon trinken. Sie werden davon trinken, nur die Rechtschaffenen unter ihnen. Und es wird berichtet, jetzt stellt euch mal vor, wie groß muss dieser Becken sein? Wir haben heute 1,7 Milliarden Muslime eventuell, ungefähr. Und vor 1400 Jahren, wie viele Muslime haben gelebt und wie viele Muslime werden noch leben? Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie groß muss dieser Becken sein, dass so eine große Anzahl von diesen Becken trinken wird. Dass sie von diesen Becken trinken werden. Und deswegen wird in einer authentischen Überlieferung beschrieben, dass die Anzahl der Gefäße, die in diesen Becken sich befinden, wovon dann die Leute trinken werden, die rechtschaffenen Leute trinken werden, ist wie die Anzahl der Sterne am Himmel. So ist die Beschreibung. Allahu Akbar. Möge Allah Azza wa Jal uns niemals verwehren, davon zu trinken. Allahumma Amin. Seine Aussage, wir haben dir gegeben. Nämlich, wir haben dich speziell mit Al-Kawthar auserwählt, was ein Fluss im Paradies ist. Das heißt, Allah Ta'ala hat ihn spezifisch, speziell auserwählt mit Al-Kawthar. Und sie gehört zu den gewaltigsten Flüssen im Paradies. Neben diesem Geschenk von Allah an den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Al-Kawthar hat auch eine weitere Bedeutung und zwar bedeutet es, dass viele Gute. Und nicht nur, dass Allah ihnen diesen Fluss gegeben hat, mit diesen vielen Guten hat er ihnen was gegeben? Die Prophetenschaft, dass er Prophet wurde, die wahre Religion hat er ihnen gegeben und er hat ihn in seiner Erwähnung erhöht und ihm eine besondere Stellung gegeben. Und eine besondere Stellung gegeben. In einer weiteren Beschreibung von diesem Fluss heißt es, der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Nacht- und Himmelsreise, also Al-Mi'raj, in der Nachtreise, er sagt, und ich betrat das Paradies, während ich mich in einem Fluss befand, an deren Ufern Überdeckungen aus Perlen bestand. Das heißt, Überdeckungen an den Ufern, sozusagen so eine Art Zelte, sie bestanden aus Perlen, die an den Ufern dieses Flusses lagen. So fuhr ich mit meiner Hand in dem, worin das Wasser fließt. Das heißt, der Prophet hat seine Hand da reingesteckt
und ihre Beschaffenheit war aus gut riechendem Moschus. Ich sagte, was ist das, O Jibril? Er sagte, das ist Al-Kauthar, was Allah dir gegeben hat. Das ist Al-Kauthar, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Danach sagt Allah azzawajal, so bete zu deinem Herrn und opfere. So bete zu deinem Herrn und opfere. Und in diesem Vers, so bete zu deinem Herrn und opfere, so bete, manche Gelehrte sagen, dass damit das Festtagsgebet ist. Das Festtagsgebet am Tag vom Opferfest. Da beten ja die Muslime zusammen, sozusagen am arabischen Salatul Eid oder Bayram Namaz auf Deutsch, auf Türkisch, Entschuldigung, auf Türkisch, und auf Deutsch Festtagsgebet. Manche sagen, dass damit spezifisch, so bete, dass dieses Festtagsgebet ist am Tag vom Opferfest. Und Opfere ist ja sozusagen was? Das Schächen an diesem Tag. Und das ist ja eine Sunna, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu angehalten hat. Und in diesem Vers haben dann daraus die Gelehrten die Verpflichtung abgeleitet, dass man das Festtagsgebet zuerst betet und danach schichtet. Und nicht zuerst schichtet und danach das Festtagsgebet betet. Weil derjenige, der das schon mal gemacht hat, was machen sie? Sie beten erstmal das Festtagsgebet und danach gehen sie schichten. Derjenige, der das schon mal selbst gemacht hat. Bete zu deinem Herrn und opfere. Bedeutet, sei für diese Gunsterweisung dankbar. Und das ist wieder eine sehr, sehr interessante Methode. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja, wir haben die Al-Kawthar gegeben. Diese Gunsterweisung, dieses Geschenk von Allah, jetzt sagt Allah ta'ala, so bete zu deinem Herrn und opfere, bedeutet nichts anderes. Im Zusammenhang aus Vers 1 und Vers 2, dafür, dass ich dir dieses Geschenk gegeben habe, Al-Kawthar, dieses Geschenk gegeben habe, so bete zu deinem Herrn und opfere, das heißt, sei dankbar und führe die Pflichten aus. Indem du was einzig und alleine deinen Herrn anbetest und neben ihm keinen Teilhaber neben ihn stellst. Und derjenige deswegen, derjenige, der dir das Leben gegeben hat, der dir Kinder gegeben hat, Gesundheit gegeben hat, Ehefrau gegeben hat, ein Heim gegeben hat, Essen, Trinken, all das gegeben hat, Sicherheit gegeben hat, der ist der Einzige, bei dem man sich bedanken darf. Und der ist der Einzige, dem es gebührt, angebetet zu werden. Und genauso in der Opfergabe auch. In der Opfergabe auch. Allgemein natürlich, in jeder Anbetung, die du machst, jede Anbetung, die du machst, sei es Beten, Fasten, Pilgerfahrt, Umrah, so musst du sie nur für Allah machen. Die musst du für Allah Ta'ala machen und darfst sie nicht für jemand anderes machen. Weder für einen Menschen noch für irgendjemand außer einem Menschen oder für dich selbst. Sondern, oder für irgendein Interesse, sondern nur für die Zufriedenheit Allahs. Und das Gebet und die Opfergabe hier, die Schichtung, natürlich wurden jetzt hier spezifisch genannt, aber allgemein gilt diese Regel für alle Arten von Anbetungen. Und darin gibt es eine Lehre für seine Gemeinschaft. Seine Aussage, gewiss, derjenige, der dich hasst, er ist vom Guten abgetrennt. Das heißt, sie haben gesagt über ihn, er ist abgetrennt, als sein Sohn gestorben ist. Wahrlich, in Wahrheit sind sie aber abgetrennt, weil sie ihn verabscheuen und ihn versucht haben zu erniedrigen. Sind sie vom Guten abgetrennt? Gewiss, derjenige, der dich hasst, er ist vom Guten abgetrennt. Bedeutet, dass derjenige, der dich hasst, zu jeder Zeit und zu jedem Ort der kleinste und niedrigste in der Stufe ist. Dessen Nachkommen abgetrennt ist. Dessen Nachkommen abgetrennt ist. Und selbst wenn sie erwähnt werden, sie werden zwar eventuell erwähnt, sie sind abgetrennt, weil sie sowieso nicht erwähnt werden, aber wenn sie erwähnt werden, so werden sie in einem schlechten Zusammenhang erwähnt. So werden sie in einem schlechten Zusammenhang erwähnt. Und deswegen lernen wir aus dieser Sura, beziehungsweise aus diesem letzten Vers, dass wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben müssen. Warum? Weil er der Schlüssel ist für die Religion. Und für das Verständnis des Koran. Und weil der Koran und die Sunna auf den Propheten herabgekommen ist. Und er hat sie den Sahaba beigebracht. Das heißt, derjenige,
der den Propheten nicht gehorchen will und ihn verabscheut, in Wahrheit verabscheut er die Religion, und wer ihnen nicht gehorcht, der hat Allah Ta'ala nicht gehorcht und lehnt diese Religion im Gesamten dann ab. Und tatsächlich ist dann diese Person, der ihn wirklich hasst und verabscheut, vom Guten abgetrennt. Vom Guten abgetrennt. Warum? Weil erst durch die Bezeugung des Propheten als Gesandten wird man in die Religion eintreten. Und solange man das nicht gemacht hat und damit dann ohne Islam dann stirbt, dann wird man für ewig ins Höllenfeuer reingehen. Und deswegen ist tatsächlich diese Person im wahrsten Sinne des Wortes, wie hier im Koran steht, vom Guten abgetrennt. Kommen wir nun zu den Nutzen der Verse, und ihr seht, aus diesen drei Versen entnimmt man so viele Lehren, so viele wichtige Inhalte der Religion. Von den Nutzen der Verse gehört, und das ist den Aufbau, den wir immer wieder machen. Wir lesen den Koran auf Arabisch, wir machen die Übersetzung und dann erklären wir bestimmte Dinge und fassen nochmal alle Punkte zusammen, was man aus dieser Sura lernt. Erstens, die Darlegung der Ehrung Allahs seinem Gesandten Muhammad gegenüber. Das heißt, Allah Ta'ala ehrt seinen Gesandten Allahs, seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, die Bestätigung der Überlieferung bezüglich des Kauthar und dass es ein Fluss im Paradies ist. Das heißt, diese Verse bestätigen die Überlieferung, die zu diesem Thema überliefert worden sind. Drittens, der Verpflichtung der Aufrichtigkeit oder die Verpflichtung der Aufrichtigkeit in allen Anbetungen, besonders aber das Gebet und die Schichtung, was wir bereits erwähnt haben. Viertens, die Gesetzmäßigkeit oder die Erlaubnis des Bittgebets gegen den Ungerechten, weil er tatsächlich derjenige, der ihn hasst, vom Guten abgetrennt ist. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir oder als Shaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.